Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin in Osnabrück-Schinkel unterwegs, stehe vor Eimarkt und der hat hier so eine kleine Bude, seht ihr das? Da verkauft der so ein Köfterbrot und Fischbrot sogar. Ich glaube, der Chef war das von denen. Der hat mich eingeladen, hat gesagt, ey, du musst unbedingt vorbeikommen, mach dir die besten Köfterbrote und Fischbrote, die es hier in Osnabrück gibt. Ja, habe ich mir jetzt die Zeit genommen und wir werden das Ganze mal abchecken. Ich bin sehr gespannt. Hallo, hast du mir geschrieben? Ja. Hi. Du bist der Chef, oder? Ja. Okay, gut. Das ist Streetfood für mich. Das ist Streetfood, oder? Das ist doch Streetfood. Tamam da ama Almanca seyirciler var. Das Fleisch habt ihr auch von hier, oder? Alles von selbe Fleischerei hier, ne? Eigene Fleischerei. Ja, alles. Okay, das. Okay, der Chef wird mich jetzt einmal hier rumführen, weil die haben hier noch so einen Supermarkt, türkisches Supermarkt. Da könnt ihr Lebensmittel und so weiter einkaufen. Und die haben eine eigene Bäckerei und Fleischerei drin. Netterweise wird der Chef mich einmal rumführen in dem Laden. Finde ich sehr korrekt. Dann schauen wir das Ganze an und dann probieren wir das Essen. Chef, dann mach mal Köfte als erstes. Ja, mach ich den Köfte. Das Brot ist das auch von euch selber? Alles. Von der Bäckerei, ne? Ja, ja. Ihr habt eine eigene Bäckerei auch da. Alles original. Alles um Köfte, alles ich gemacht. Ja. Was ist das für eine Soße? Eine Spezialsoße. Tomatensauce. Tomatensauce. Leute, das ist Streetfood. Ich sag's euch, das ist Streetfood. Salat? Alles drauf. Mit Schaf oder ohne Schaf? Ohne. Hallo, Josef. Oh, guck mal. Provisorisch hier hingestellt. Das nenne ich Streetfood, Leute. So eine kleine Bude hier. Die machen alles frisch, alles mit der Hand, so selber. Ah. Das feiere ich hier, mitten auf der Straße, so eine Bude hier. Das ist für mich Streetfood. Und das Brot aus der eigenen Bäckerei, das Fleisch aus der eigenen Fleischerei. Wirklich top. Und die Soße. Das ist mein Frühstück übrigens. Efendim. Mach mal, çok sakin. Ramazan olmasa var ya. Buralar hepsi insan doluyor. Bu köfte yemek için. Cumartesi. Tabii canım. Sizler de haftada bir gün yapıyoruz cumartesi. Tek bir gün, haftada bir gün. Sadece bir gün. Niye? Diğer günde çok yoğun oluyoruz. Hem içeride kasapta çalışıyorum. Hmm. Burası benim ablamın yeri. Hmm. İçeride hem kasapta çalışıyorum. Ondan sonra bazı işler daha var. Onlar var. Akşam wie viel Stunden? Also, 7'ye kadar çalışıyoruz burada. Also die haben nur samstags hier diese Bude. Könnt ihr Köfte und Fisch hier essen, Fischbrot. Köfte bislang wirklich sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Das ist halt die Straße hier. Ne? Das ist Streetfood. Genau so wollen wir es ja haben. Ohne dieses Schickimicki, sondern einfach schnell und fertig mit der Hand alles gemacht. Canın gönlünde nasıl geçiyorsa. Öyle. Da hat der Chef recht. Er hat gerade gesagt, sei offen und ehrlich, bewerte ehrlich, weil wenn ich lüge, kann er die Kritik nicht annehmen und sich verbessern. Da hat er vollkommen recht. Er hat auch gerade gesagt, dass sie kein Tzatziki, Knoblauch oder so haben, sondern einfach ganz klassisch Tomatensauce. Mehr brauchst du nicht. Und seht ihr, wie duftig das Brot ist? 7 Euro, değil mi? 7 Euro. Balık da mı 7 Euro? Es kostet 7 Euro, so ein Cent. 7 Euro kann man nicht meckern, so ein Sandwich. Gibt es euch jetzt hier schon? 4 Euro. Also er sagt, 4 Jahre gibt es die hier schon. Also vom Fleisch her fehlt mir da irgendwie Gewürzung. No. Finde ich es ein bisschen. Oder was packt ihr da rein? Was ist das für ein Fleisch? Beide Fleisch, Leim und Rindfleisch gemacht. Leim und Rind gemischt? Ja, gemischt. Gemischt, okay. Sonst von Fett her, was packt ihr da rein? Auch extra, ja, bir şey koyuyor musunuz? Sadece içine biraz kuyruk yağı koyuyoruz, bir de kuzuyla karşı yapıyoruz. Yani ekstra kuyruk yağı. Ya, tabii ki. Kuyruk yağı gibt es die, glaube ich, nicht in Deutschland, ne? Aber kuyruk yağı macht schon einen Unterschied. Es schmeckt so natürlich, aber mir fehlt so ein bisschen so Würzung. Tuz falan biraz eksik gibi geliyor bana. Ich habe ihm gesagt, so mir fehlt ein bisschen Salz irgendwie, die Würzung. Jetzt soll mal so probieren. So. Elim yandı. Mendil var mı? Mein Finger brennt. Ay, suah. Ay, 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 ay. Er sagte, die Soße, Salat und so kann ein bisschen das Fleisch von dem Geschmack hier etwas verfälschen. Kann sein. Wir werden es mal probieren, aber es war mega heiß. Das ist schon frischer. Ich schmecke schon etwas besser, muss ich sagen. Ja, da hat er recht. So, jetzt macht der Fisch für mich. Boah, ich bin am explodieren, aber wir müssen das probieren. Bei Fisch ist immer, könnte was Besonderes sein hier. Schaut euch das an.
Ya canım benim, kendine iyi bak. Bir şey varsa da aran verin, tamam mı? So, jetzt den Fischbrötchen. Efendim. Telefonnummer alayım ben. Senin telefonnummeranı. Niye? Alamaz mıydı ya? Efendim, mein Telefonnummer ist so nah. Warum? Alter, sind die korrekt. So, jetzt haben wir hier diesen Fischbrötchen. Wie kann man das Brötchen nennen? Lieber Sandwich, ne? Schaut euch das mal an. Schön frisch, ordentlich mit Zitrone drauf. Hier hast du sofort diesen Fischgeschmack mit Zitrone. Schaut euch das mal an. Ich bin am explodieren. Das Brot ist so schön weich, ne? Seht ihr das? Abi, balığı nereden alıyorsun? Balık bize şeyden Norveç'ten geliyor. Nereden? Norveç'ten. Norveç mi? Norveç. Norveç neresi? Bu balığın çok meşhur olan bir ülke var ya. Norveç'in... Başka ülke mi? Ja. Norveç o zaman. Ja. Wow, Alter, okay, das wird special geliefert. Norwegian, also aus Norwegen, glaube ich, heißt es auf Türkisch. Und er zeigt, das wird extra für die geliefert hier. Also ich kann nur sagen, es schmeckt brutal. Aber ich bin nicht so ein großartiger Fischesser jetzt im Vergleich zu Döner, um das irgendwie zu vergleichen zu können. Das schmeckt schon krass, finde ich. Und der gefällt mir auch besser als dieser Köfte-Sandwich. Preis-Leistung für Fisch-Sandwich kann man nicht meckern, 7 Euro. Geht vollkommen fit. Das war schon gut, Leute. Ich kann auch kurz und knackig die Bewertung zu dem Essen machen. Also er hat mir so ein Köfte-Sandwich gemacht einmal und einmal so ein Balluck-Sandwich. Für meinen Geschmack war der Balluck-Sandwich besser. Bei dem Köfte hat mir ein bisschen irgendwie Gewürz irgendwie hat mir ein bisschen gefehlt. Aber dann hat er mir noch mal so ein Stück nur Fleisch gegeben, was ich schon besser fand. Und das ist halt so ein Mix aus Rind und Lamm mit ein bisschen Kuduk-Ja. Das kriegt man sehr schwer. Ich glaube, in Deutschland gibt es das gar nicht, Kuduk-Ja. War wirklich super, ein super Erlebnis. Und das liebe ich einfach. Mitten auf der Straße hier auch mit der Aufnahme feiere ich absolut. Stimmung war top, wirklich. Die Leute hier alle super drauf gewesen. Tolle ist ja, was ich feiere, dass sie hier alles, die Fleischerei haben die hier, die haben eine eigene Bäckerei und direkt hier vor Ort. Er macht sein Fleisch selber. Und das beeindruckt mich einfach. Ob es die besten sind, kann ich so jetzt nicht sagen. Aber es war schon ordentlich gut, ey, und hat mir sehr gut gefallen. Fühle ich den Laden. Hier kann man mal vorbeikommen, wirklich. Wenn ich jetzt ein Auto hätte, mal vorbeifahren würde, dann würde ich mal einen kleinen Stopp machen und hier ein Sandwich zu holen. Machst du auf jeden Fall nicht verkehrt. Also ist im Großen und Ganzen empfehlenswert. Es hat sich sogar wieder gereimt, die Block Bars. Kadınların en çok pişirdiği ama erkeklerin hiç yemediği yemektir zıkkımın kökü. Mit diesen Worten verabschieden wir uns. Wollt ihr noch was sagen? Bir şey söylüyor musun, oder? Öpüyorum hepinizi. Hepinizi also, er küsst be. Euch. Hepinizi bekliyoruz. Yani Osmanlı bu lezzetleri kaçırmayın. Bekliyoruz. Ihr habt es gehört, Leute, ich kann es nochmal übersetzen. Er sagt sogar, Kuss geht raus, ne? Internet-Humor hat er auf jeden Fall drauf. Top-Plan. Nicht vergessen, Leute, liken, Daumen hoch da lassen, ein kostenloses Abonnieren. Dürft ihr nicht vergessen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Dicker Kuss geht raus.